Hallo Leute, da bin ich wieder, diesmal aus Arnheim. Ich bin ja international unterwegs. Diesmal habe ich mir mal die Mühe gemacht, euch mal nach Holland mitzunehmen, um euch hier auch mal die Busse zu zeigen. Ausgerechnet jetzt fährt auch noch gerade einer vorbei. Und das wollen wir ja sowieso sehen. Alles nach dem Intro. Einer hat mal gesagt, komm doch mal hier nach Holland, nach Arnheim. Hier gibt es auch diese Trolleybusse oder Oberleitungsbusse. Und tatsächlich, ich bin gerade hier angekommen, kommen mir hier schon die Oberleitungsbusse entgegen. Wie ihr sehen könnt, direkt vor dem Arnheimer Central Station. Das hier ist der Bahnhof hier von Arnheim. Ich gehe mal davon aus, dass wir heute richtig viele Busse sehen werden. Die ersten kommen schon. Das ist auch ein Gasbus. Hier fährt wirklich alles rum. MAN mit Gasbetrieb. So, unser Schwerpunkt wird natürlich wieder Bus sein. Aber wir gehen als erstes erstmal in den Bahnhof rein und gucken mal, was für Züge hier ankommen. So, ich wollte gerade reingehen, aber da kommt mir hier so ein schönes Prachtexemplar hier entgegen. Scheint ein Elektro zu sein, so wie es aussieht. Ja. Ich gucke, ob ich irgendwo was... Gehen Dienst, also der hat keinen Dienst. Aber ganz leise. Ein BJD. Haben wir doch schon mal was von gehört, oder? Ja, schaut euch das mal an, Leute. Leute, ich wollte eigentlich nicht zum Fußballstadion, sondern eigentlich hier in Bahnhof. Das sieht mir aus wie ein Fußballstadion, Leute. Schaut euch das mal an. Wahnsinn. Wirklich. Burger King gibt es ja auch. Automaten. Da steht Bushaltestelle ETMS. Was immer das auch bedeutet. So, dann lass uns mal einfach mal durchgehen, was wir hier noch alles Interessantes finden. Auf jeden Fall das Objekt. Schaut euch das mal an. Von außen sah das schon spektakulär aus und von innen auch. Leute, ich wollte ja eigentlich auch mit da rein, aber so wie es aussieht, ohne Ticket kommt man gar nicht bis zu den Gleisen. Das ist natürlich ärgerlich. Ich mache mich mal schlau, ob ich nicht für ein paar Minuten vielleicht doch da rein kann. Das wäre natürlich ärgerlich. So Leute, ich habe es doch noch geschafft, hier reinzukommen. Musste zwar ein bisschen zahlen, aber ich denke mal, ihr werdet mich dabei unterstützen mit den Supertanks. Dann habe ich das wieder raus. Aber wir sind drin. Wenn ich schon mal hier bin, dann will ich euch natürlich auch die Trains hier zeigen. So, auf geht's zu dem ersten Gleis. Mal gucken, was da oben ist. Selbst von hier oben hat man eine schöne Aussicht. Ja, alles schön mit Glas und so, wirklich gut. Und hier ist schon erster Zug. Das ist wohl bei denen hier diese Regional Trains. Die sehen hier so aus. Arriva, keine Ahnung, was das ist. Ein Modell, was ich noch nicht kenne, noch nicht gesehen habe. Auf der anderen Seite sind noch mehr Stationen. Ich habe mal erstmal die erstbeste hier genommen. Mal gucken, was wir gleich hier noch so sehen werden. Hoffentlich viele Trains, damit sich das auch lohnt. So, auf der anderen Seite kommt etwas Gelbes. Der sieht schon ein bisschen anders aus. Intercity, das ist wohl den ihr Intercity. Der wird gerade angekündigt, dass er kommt. Ja, der ist ziemlich lang. Nicht, dass das den ihr ICE ist oder so. Mal schauen. Auf der anderen Seite ist auch eins gekommen gerade. Jetzt haben wir richtig gut Zeit erwischt. Es kommen ganz viele Trains. Auf der anderen Seite kommt auch noch gerade eins. Mal gucken, was da kommt. Natürlich reden die hier alle auf Holländisch.
Wenn man richtig zuhört, kann man das verstehen. Oh, der sieht auch gewaltig aus, Leute. Schaut mal. Oh, der sieht aber ganz komisch aus. Oha. Der sieht aus wie so ein chinesischer Bus oder so. Das sind wohl denen ihre Intercities. So, der fährt schon mal weg. Ja, ich denke mal, das sind die regionalen. Ja. Und mal gucken, was hier noch so los ist. Der sieht so aus. Aber der eine, den wollte ich gerne noch mal von vorne sehen. Ach, da hinten steht er ja noch mal. Schaut mal, vielleicht können wir den jetzt so ein bisschen näher sehen. Ja. So, jetzt habe ich einen schönen Platz gefunden. Jetzt kommt etwas, was wir kennen, und zwar ein ICE, der nach Deutschland fährt. Jawohl. Das war, glaube ich, ein ICE 3. Dritte Generation, sagt ihr ja immer dazu. Ja, mit dem schönen Bistrowagen und so. Von hier oben kann man dann auch auf die andere Seite, zu den Gleisen. Aber hier ist das, was ich euch gerade zeigen wollte. Der sieht doch aus wie eine Hamsterbacke, Leute, oder nicht? Der fährt nach Nimwegen weiter. Ja, wirklich schön. Der IC ist gerade auf der anderen Seite. Und ja, ich denke mal, das ist eine Hamsterbacke. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, ins Bordrestaurant mal zu gucken, was die da essen. Ich sehe schon so ein Schweineschnitzel, Schweinebraten und sowas alles. Quatsch, natürlich konnte man nichts sehen. Aber so eine Aussicht haben wir auch nicht mal gehabt. Jetzt sehen wir gleich mal immer von vorne. Wow, guckt euch das mal an, Leute. Das war, glaube ich, doch ICE 3 oder 4. Ihr könnt es ja in den Kommentaren schreiben, wie immer. So, habe ich hier nochmal die Informationstafeln. Hier 16.05 Uhr nach Nimwegen, Intercity. Dann gibt es The Next Train, 16.35 Uhr. Oder müsste schon weg sein. Und nach Nimwegen nochmal Intercity. Nach Amsterdam, der ICE. Den kriegen wir wohl nicht mehr. Wir gehen jetzt mal weiter raus. Mal gucken, was die Busse da draußen machen. So, dieser Intercity nennt er sich wohl hier, der fährt jetzt auch weg. Den können wir auch noch mal uns anschauen. Komisch, die ganze Zeit immer so unsere gängigen Farben gesehen. Direkt anderes Land, direkt andere Farben, andere Symbole, andere Züge. Der sieht einfach mal so aus. Der fährt jetzt nach Zwolle. So Leute, ich habe gerade noch was entdeckt hier, schaut mal. Hier unten drunter, da sind die Busse bei diesem komischen Hochhaus hier. Ja, da ist eine Station für die Busse. Da gehen wir jetzt natürlich hin und schauen mal, was die da so machen. So, wie versprochen, habe ich das jetzt gefunden. Hier sind sogar Bushaltestellen, wie ihr sehen könnt. H, T, M und L. Da muss man hier durch diese Drehtür. Hoffentlich klemmt er uns nicht ein. Und, ach du Scheiße, kommt schon direkt ein Bus entgegen. Jawohl. Ah, hier sind die ganzen Haltestellen. Schaut mal. Ja. Okay, ganz normale Haltestellen, die gucken wir uns jetzt an. Natürlich auch hier aufpassen, dass wir keine Personen versuchen, keine Personen mit aufzunehmen. Aber hier sind richtig schöne Halteplätze, einfach schön überdacht. Können wir gleich aufnehmen, wenn der Kollege hier vorbeifährt. Oh, schnell hin, den habe ich verpasst, ey. Schnell hinterher. Ja, sogar mit Oberleitung fahren die hier. Aber die sind auf der Seite. Habe ich gerade erst festgestellt.
Weil oben, da kann man sehen, ja, hier, die sind auf der Seite. Ja, da steht gerade einer. So, der Kollege ist mit Kaffee trinken schon mal fertig. Jawohl. Der schöne Gasbus. Oben steht auch drauf, this bus rate up green gas. Grüne Gas habe ich zwar auch noch nie gesehen, aber okay, ist mit Gasbetrieb. Was macht der Transdev denn hier? Transdev gibt es hier auch? Okay. Endlich ist der Kollege auch fertig mit Kaffee trinken. Jetzt setzt er seine Fahrt fort. Der muss natürlich weit ausholen. Schaut mal oben, Leute. Ja, das Ding schwenkt auch richtig weit aus. Das sind übrigens Hess-Busse. Die wir ja auch in Frankreich, in der Schweiz und in Freiburg gesehen haben. Ja, nur dass die hier eben halt nicht rot sind, sondern in blau. So, wir laufen mal noch mal weiter. Vielleicht, wir sehen das bestimmt gleich auch noch in der Stadt. Die Station haben wir jetzt ja gesehen. Ich nehme euch einfach mal mit. Ich wollte ja noch in der Stadt, aber da habe ich gesehen, hier stehen die anderen Busse, die hier Pause machen. Und die kommen dann gleich hier da rum, dann machen die Pause und kommen dann gleich hier rum. So, die können dann hier Pause machen. Jawohl. Hier stehen die ganzen Gasbusse, die machen Pause. Und hier fährt auch noch so ein Überleitungsbus auch hier gerade schön rein. Höhe 3,80. Deswegen fährt er da hinten direkt ab. Ja, weiter wird das mit den Dingern nicht funktionieren. Wunderbar. Natürlich hier hat man auch diese, ja, für nicht so gut Sehende, sage ich mal. Ich will jetzt nicht direkt Blinde sagen, die können ja manchmal was sehen, aber fühlen können die alle. Ja, hier diese Dinger. Und hier haben wir das so gelöst, einfach mal so ein paar Streifen hier eingefräst und hier so drauf getan, anstatt hier alles neu zu machen. Ja, damit man eben eine bessere Orientierung hat. So sieht das aus, wenn sie aus dem Depot hier rauskommen, von den Haltestellen oder zu ihren Haltestellen hinfahren. Auf der anderen Seite ist auch schon ein anderer da und die setzen hier ein. Kommt immer drauf an, wo die lang müssen. Ja, also wir haben jetzt Hess-Busse gesehen, wir haben MAN gesehen, aber Citaro oder überhaupt VDL, was ja eigentlich in Holland mehr sein müsste, haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. So, ich gehe jetzt mal mit euch zu den drei schönen Gelenkbussen, die da rumstehen. Ja, auch alles Hess-Busse. Ja, da kommt einer genau auf uns zu jetzt. Sehr schöne Aufnahmen. Wunderbar. Und oben könnt ihr auch sehen, der geht da richtig mit. Ja. So, hier kommt der nächste Kollege. Wirklich sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, die Trolleybusse sind voll in Hess-Hand. Ja. Und die Busfahrer, manche sind schön mit Krawatte und schön Hemd. Manche einfach nur so Overalls. Ja, ich denke mal trotzdem, dass das städtische sind. Natürlich hier in Holland haben die auch Fahrradstationen. Ja, man kann sein Fahrrad da unten reintun. Natürlich gegen Bezahlung und dann mit dem Zug weiterfahren. Jawohl. So, wenn man ein Stück weiterläuft, hat man natürlich hier... Boah, was kommt denn da jetzt? Ist der das? Ach so, im Tunnel. Da gibt es noch einen Tunnel. Da gibt einer gerade mal richtig Stoff. Ich wollte euch das hier mit diesen Fühlmarkierungen noch erzählen. Aber mal gucken, wer hat denn da gerade so viel Gas gegeben, ey? Ach so, ich habe jetzt gedacht, man kann hier runter gucken, aber ja, hier drunter ist so eine Art Tunnel. So Leute, ich bin mal ein Stück weiter gelaufen in die City. Aber hier muss man aufpassen. Die haben hier extra noch Fahrradstraßen. Wenn man da drauf ist, wird man einfach umgenietet. Aber hier, ich laufe trotzdem jetzt mal rüber, habe ich gesehen, wie so eine Art Zopf, sag ich mal. Wenn die Busse hier ankommen, hat man hier so Haltestellen. In 6 Minuten kommt einer, hier kommt gleich einer in 2 Minuten an. Und
Ja, wir beobachten mal, was hier ankommt. Auf jeden Fall sind die Oberleitungen hier. Werden wohl sehr wahrscheinlich viele Oberleitungsbusse kommen, wollte ich gerade sagen. Und da hinten ist schon einer, der kommt auf die andere Seite. Wie gesagt, und in 2 Minuten kommt auch einer hier genau vor unserer Nase hin, was wir natürlich filmen werden. Jawohl. So Leute, wie da oben schon steht, in 2 Minuten, 4 Minuten. Aber ich sehe gerade, was macht der Kollege denn da? Entweder will er jetzt links, aber das geht nicht. Will er jetzt hier umdrehen und hier reinkommen? Oder hat er den Blinker vergessen? Irgendwas stimmt da nicht. Was macht er jetzt? Ah, nee, der hat den Blinker vergessen, denke ich mal. Für das Abfahren hat er nur angemacht. Hab jetzt, oder? Ja. Hab jetzt gedacht, der will hier so eine Runde drehen, hier so wie hier hin oder so, aber nein. Der hat nur den Blinker. Oh, ach du Scheiße, das wird knapp. Oha. Oha, das war aber knapp, Kollege. Ja. Das sind die, wo ich drauf gewartet habe. 1 Minute noch. Ja, der ist schon da. Linie 1 und Linie 2. Wunderbar. Ah, oben blitzt es sogar noch. Da sieht man, wie richtig Strom fließt. Ja, sehr schön. Auf der anderen Seite, da ist dieser komische Bus, was wir vorhin schon gesehen haben. Das ist wohl sehr wahrscheinlich komplett elektrisch. Ja, der MAN, der kommt jetzt auch da rein, der Gasbus. Aber der hier, ja, hier noch so ein MAN. Oben mit dieser Gasgeschichte da. Ja. Aber hier, das ist bestimmt voll elektrisch. Nur die Marke konnte ich jetzt nicht sehen, was das für einer ist. Vielleicht sehe ich den jetzt von vorne. Mal gucken. BJD. Okay. Hier ist noch so einer. So, auf geht's. Der Kollege hat den jetzt vorbeigelassen. Jawohl. So Leute, das Video ist zu Ende. Von der ganzen Aufregung. Die Verabschiedung aus Arnheim habe ich irgendwie gelöscht oder so. Deswegen musste ich das hier nochmal nachdrehen. Ist ja nicht schlimm. Das Video, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ist ja komplett drauf. Wenn euch das natürlich gefallen hat, freue ich mich. Ihr könnt das zeigen, indem ihr Daumen hoch macht. Abonnieren könnt ihr auch, meinetwegen. Kommentare schreibt ihr sowieso, weil ich ja alles für einen Hamsterbacke halte, hat einer mir letztens geschrieben, auch nicht schlecht. Ja, man freut sich natürlich auf andere Videos, ich auch, wenn ich wieder eine andere Stadt euch vorstellen kann, andere Unternehmen, andere Busse, andere Bahnhöfe. In diesem Sinne, bleibt mir weiter treu, lauft mir nicht weg und ja, man sieht sich nächste Woche wieder. In diesem Sinne, alles Gute, wünscht euch euer Mehmet Uyk. Ciao, Leute.